Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge SpongeBob. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In der letzten Folge haben wir uns hier ein bisschen festgebackt gehabt. Ich habe mir die Aufnahme nochmal angeguckt. Dieses schöne Förderband hier vorne oder wie man es auch nennen mag, war auf jeden Fall noch nicht da. Ich dachte schon wieder, ich war zu verpeilt, aber nein. Diesmal wirklich nicht meine Schuld. So, wir haben endlich beide Wände. Wir können hier hoch und da wartet auch schon ein goldener Pfannenwender auf uns. Ist das nicht schön? Nummer 34. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das höchste war, was wir gesehen hatten. Das 45? Ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt in einer der letzten Folgen, aber ich kann es mir leider nicht merken. Nehmt es mir nicht übel. Aber bei 3 Let's Plays am Start ist das alles gar nicht so easy, da überall sich alles zu merken. Vor allem auch die Steuerung ist gar nicht so einfach, da jedes Mal umzuswitchen. Okay, das haben wir. Ah, okay, jetzt haben wir hier 2 von 4. Das Ding da hinten ist aber noch zu. Kriegen wir auch noch nicht auf. Das ist doch die Maschine hier, ne? Damit ich wieder die Kontrolle über das Sicherheitssystem bekomme, musst du alle Überbrückungsschalter drücken, die überall in der Heldenhöhle verteilt sind. Klingt wie Sandy. Der erste ist gleich hier. Die Schalter drücken. Verstanden. Wenn du sie alle gedrückt hast, musst du hierhin zurückkommen und den Hauptabschaltknopf drücken. Dann bekommst du eine Belohnung. Hierhin zurückkommen. Alles klar. Hörst du mir überhaupt zu? Zuhören, alles klar. Schön. Ja, so ungefähr lief das bei mir in der Schule. Ne? Die Lehrerin fragt dich was, eine offene Frage und man sagt einfach ja, immer schön. Und was hast du letzte Ferien gemacht? Ja. Ich will auch gar nicht wissen, wie oft im Englisch- und Französischunterricht mir das passiert ist. Einfach mal ja sagen oder ich hab's nicht verstanden. Immer das Beste. Tut mir leid, das habe ich gerade akustisch nicht verstanden. Also ich habe ihn natürlich auf jeden Fall zugehört. Okay, wir sollen alle Schalter drücken. Was haben wir denn hier noch? Wir gucken uns mal schnell das Schild an. Oh, das sieht gefährlich aus. Drücke den Hauptschaltknopf, um die Brücke zum Bösewichts-Isolationsgebiet herunterzulassen. Was für ein schönes Wort. Okay, Hauptschaltknopf ist ja der dort. Aber der ist noch zu. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich erstmal hier oben lang. Und hier geht's zum Sicherheitstunnel. Okay, dann gucken wir doch mal. Ob wir hier noch einen Knopf finden? Hier bist du in die tiefsten Tiefen der Heldenhöhle vorgedrungen. Ach, du hast den Aufzug genommen. Tja, wie komme ich in diesem Raum nach oben? Du hast recht. Ich wette, diese Tunnel führen mich nach oben. Oh je, das sieht nach einer ganzen Menge Spaß aus hier. Den habe ich verstanden. Ja. So hübsch. Ich halte es nicht aus. Treffe ich beide mit einem? Ach, hab das gesehen. Genau so muss man Bowling spielen. So, mein Freund, wir holen erstmal dich. Du nervst mich nämlich mit deinen komischen Raketen. Dann kommen wir hier wahrscheinlich noch nicht hoch. Was ist denn das? Ach, das sind wieder so eine Teile. Die müssen wir wieder deaktivieren. Kennen wir ja schon. Dann lasst uns mal hier hinten lang laufen. Checkpoint klingt schon mal gut. Ich warte mal lieber noch ab. Ich glaube, das war gerade alles rot, ne? Jetzt ist alles blau. Blau ist gut. Oh, gelb. Nein. Ach, shit. War ich etwas zu langsam. Naja. Da. Okay, haben wir gemanagt. War gar nicht so beabsichtigt. Ich wollte eigentlich Blasenbowling machen. Das ist halt... Oh, das ist dieselbe Taste. Bloß halt, wenn man das in der Luft macht, dann macht er diesen Move. Aber es war genau das Richtige für den Gegner. Also Glück im Unglück. Passt. Gelb, rot, wollen wir alles nicht. Blau klingt gut. Blau klingt gut. Wohin, wohin, wohin? Uah. Ach, Leute. Okay, wir haben's. Schlüpfer brauchen wir nicht. Können wir hier unten durchlaufen? Bestimmt. Oder ich kick das Ding darüber. Ah, kommt nochmal eins. Ah ne, das wäre auch nicht der Weg gewesen, oder? Wir sollen einfach nur dann drüber springen, wenn das hier vorne ist. Okay, schade. Ich dachte, wir können das mit den Hunden so cool lösen. Oh, das sah gar nicht aus, als wäre das schon so nah dran. Entschuldigung. Ich glaube, er braucht keine helfende Hand. Nein. Der braucht keine helfende Hand, nein. Los. Ah, okay, haben wir. Geschenke öffnen ist klasse. Die Schlüpfer da vorne nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Och nein, jetzt hier nicht so ein Disco-Feld-Ding und gleichzeitig der Roboter, der auf uns schießt. Das ist echt etwas fies. Okay, blau. Achso, wir können einfach immer eins nach vorne laufen, oder wie? Ah ja, gut, dann geht's ja noch. Den Rest können wir ja springen.
Und dich hauen wir und hauen nochmal. Ja, schieß den Felsen ab. Hä? Wieso denn das? Wie eine Frühlingsbrise. Ich krieg ihn nicht mehr. Blasenbowling? Ja, mit Blasenbowling ging's. Uns fehlen schon wieder zwei Schlüpfers. Nicht gut. Gar nicht gut. Ah, ja, jetzt fehlen drei Schlüpfers. Schön. Man sollte auch mal ein bisschen mitdenken beim Spielen. So, hier haben wir Blau. Oh, shit. Da oben ist ja so ein Typ. Ey, das wird immer weniger hier. Lass mich doch hier rüber. Nein, jetzt werden wir erwischt. Ja, nochmal erwischt. Nö. Checkpoint. Ein Glück. Und eine Schlüpfer. Mann, Mann, Mann. Das war eine ganz schön knappe Kiste gerade. So, hier rüber. Hier rüber. Nein. Ach, voll in die Schusslinie gesprungen. Nein. Wir wurden erwischt, aber zum Glück waren wir ja gerade bei einem Checkpoint, also alles gut. Und dann starten wir einfach wieder mit vollen Schlüpfers. Ach, verschwinde. Doch bam. Nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach... So, wir schießen wieder die Roboterhunde auf den. Ey, warum macht das nicht? Komm, wir müssen die im richtigen Winkel treffen, okay. Ey, der haut diesmal gar nicht ab. Ist gar nicht so einfach, den zu treffen. Irgendwie trifft immer nur jeder Zweite. Trotzdem witzig. Mag den irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Hier oben haben wir wieder so ein Förderband. Hier haben wir einmal drücken. Erst holen wir uns den Funwender natürlich. Wir hatten ja jetzt 2 von 4. Das ist 3 von 4. Jetzt ist die Frage, zählt dieser Hauptschalter an der Sicherheitsanlage als 4 von 4? Oder meinte ja, wenn du alle gedrückt hast, drück am Ende den Hauptschalter. Also ich glaube fast, wir müssen noch einen drücken. Ich weiß es nicht genau, aber ich vermute mal. Ah. Ich wollte eigentlich erstmal lesen, was es macht. Was haben wir da hinten? Noch eine Socke. Ach Mist, jetzt habe ich gerade zu der Socke geguckt. Komm SpongeBob, trainier mal ein bisschen, dass du dickere Beine kriegst. Aber dafür jetzt hier... Ach, ich wollte gerade sagen, ganz gekonnt rübergelaufen, aber naja. Ganz gekonnt war, glaube ich, was anderes. Okay, also müssen wir hier warten, bis die runter sind. Alles klar, jetzt sind die auch nicht mehr... das ist gar nicht so einfach... Nein, bitte nicht runterfallen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wow. Also, dass ich das geschafft habe. Ist ein Wunder. Okay, hier drauf und dann kommen wir wieder darüber. Perfekt. Dann kommen wir doch anscheinend wieder zurück. Also ist das Ding an der Sicherheitszentrale. Wahrscheinlich doch die 4 von 4. Oder wir kommen jetzt nochmal woanders hin. Nö, wir sind woanders. Okay, dann doch nicht. Vergesst, was ich gesagt habe. Boing. Oh, was haben wir hier Schönes? Ah, okay, hier haben wir es doch schon. Hat man jetzt von hinten gar nicht gesehen. Hallo. War das? Ne, es war nicht 4 von 4. Hat bloß das Ding dort verändert. Wo ist denn der D1000, der uns das Ding hier jedes Mal herwirft? Ah, okay, das geht. Nimm das. Lass mich mal überlegen. Wir müssen mal gucken, was wir hier Schönes machen können. Hör mal, ja. Junge, unter diesem Glas befindet sich Gold. Gold, sage ich. Meine Augen werden schon feucht, wenn ich es nur ansehe. Du musst lediglich diesen riesengroßen Ball in diese Tasse befördern. Wie bringe ich den Ball denn ins Rollen, Mr. Krabs? Du musst zuerst auf dieser Rampe Blasenbowling einsetzen, um den Schalter zu treffen. Viel Glück, SpongeBob. Mein Geldbeutel zählt auf dich. Nur ans Geld denken. Aber so kennen wir ihn ja. Wir gucken mal ganz kurz. Das Ding ist Zentrale. Ah, okay. 4 von 4. Das war easy. Alles klar. Also wir werden den Ball ins Rollen bringen und müssen dann wahrscheinlich zeitgleich schnell darüber rennen, um das umzustellen. Bin mir nicht sicher, ob es das Einzige ist, was wir umstellen müssen. Ich glaube fast nicht. Wir gucken uns den Spaß erstmal kurz an. Also der Ball rollt, fliegt hier rüber. Oh, wir müssen das Ding umdrehen. Geht das auch mit Blasenbowling? Ja, okay. Dann geht der hier hinter. Oh, hier müssen wir irgendwas machen. Ich weiß nur noch nicht genau was. Da dran Blasenbowling. Ja, schnell, schnell, schnell.
Ui, ui, ui. Schaffen wir noch? Schlenzer erfolgreich. Sehr schön. Das rollt hier rüber. Dann müssen wir uns höchstwahrscheinlich hier jetzt drauf. Oh nein, das hat nicht gereicht. Ach nee, der rollt weiter. Wo rollt denn der jetzt hin? Hier rüber, da lang. Ah, okay, doch. So ist richtig. Er kommt jetzt hier lang und wir müssen den jetzt hier runter. Dann kommt der dort rein und wird hochgetragen. Hoffentlich reicht's noch. Ich hoffe, dass ich nicht zu früh war, bitte. Das war ganz schön knapp. Okay, der geht hier rüber. Wir müssen hier drüben noch was machen. Oh, wir müssen uns ganz schön beeilen. Schnell hier drauf. Alles klar, das geht hier rüber. Mensch, das macht richtig Spaß. Hier machen wir ein Blasenbowling dran. Doch nichts über den Nein. Geruch von Seifenblasen. Okay, es ist dadurch höher gegangen. Das riecht nach. Und jetzt dort rein. Okay. Nein, nein. Ach, das gibt's doch nicht. Es lief so perfekt. Ach so, nee, es sollte gar nicht hier rein. Es hätte hier hinter gemusst. Hey, hier ist eine Socke. Mann, Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Okay, also das geht dann hier drauf und wir müssen höchstwahrscheinlich eher hier sein und einmal nach rechts und links. Obwohl, wir können das wahrscheinlich alles von der Plattform machen. Dafür ist die wahrscheinlich nicht gedacht, ja. Gut, okay, das konnte ich jetzt leider so auf die Schnelle nicht herausfinden. Aber es lief eigentlich ganz gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir beim ersten Versuch schon so weit kommen. Spaßige Geschichte, das machen wir doch gerne nochmal. Dann kriegst du dein Gold, du Sack. Zack. Bam, haben wir. Dann roll einmal los. Wir wissen ja schon mal, wie es funktioniert. Jetzt wird es nicht mehr ganz so aufregend. Oder vielleicht auch doch. Zack. Da kommt das Ding. Hä? Jetzt, mach doch schnell. Boah, okay. Hä? Nein, ach komm schon. Mach das trotzdem, dann müsst ihr ja gleich hochgehen. Oder haben wir es jetzt komplett verbuggt? Nö, funktioniert. Okay, das Spiel ist freundlich. Falls mal eine Sekunde zu spät ist, alles kein Problem. So, es ging wieder hier rum. Genau, wir warten. Ich meine, desto später wir das aktivieren, desto mehr Zeit haben wir auch vorzulaufen. Aber es hat ja eigentlich ganz gut gepasst mit der Zeit. Muss ich jetzt noch hier drauf stehen bleiben? Nö, das macht bloß das Gitter, ne? Ja. Du verschwindest jetzt mal. Dann geht's hier wieder hoch. Komm schon, roll rüber. Ja, fein. So, jetzt schnell Blasenbowling. Verschwinde. Wir haben hier wichtige Sachen zu tun. Okay, und wenn der rauf rollt, müsste er eigentlich erstmal direkt nach links. Links, 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 links. Hallo, zurück, zurück, zurück. Hey. Okay. Fragt mich einfach nicht, wie wir das geschafft haben. Okay, was macht er? Der geht da runter und dann? Ich glaube, wir müssen den Ventilator noch drücken, ne? Blasenbowling. Blasenbowling. Haben wir es jetzt geschafft? Wir haben es geschafft. Wahnsinn. Sehr schön. Das war auf jeden Fall mal eine witzige Geschichte. Hätte ich mir öfter gewünscht im Spiel. Vielleicht kommt es ja nochmal, aber das war auf jeden Fall mal wieder nicht witzig, aber funny. Ja, Sponge, hast du dir verdient. Ich weiß gar nicht, warum Mr. Krabs sich auf Gold freut. Wir kriegen das doch, aber wir sprechen trotzdem mal mit ihm. Gut gemacht, SpongeBob. Wie wäre es dann jetzt, wenn du dem alten Mr. Krabs dieses glänzende Gold gibst? Ich werde dich auch befördern. Mich befördern? Sicher. Ich werde deine Pause um ganze 10 Sekunden verlängern. Wow! Eine 20-Sekunden-Pause. Soll ich es wagen? Tut mir leid, Mr. Krabs. So verlockend das auch klingt, ich kann es Ihnen nicht geben. Ich brauche alle goldenen Pfannenwender, die ich bekommen kann. Ich verstehe, Minion. Dann ziehe ich stattdessen einfach 30 Sekunden von deiner Pause ab. Wow, dann habe ich eine 20-Minus-Sekunden-Pause. Danke, Mr. Krabs. Das klingt doch mal einer richtig schönen Arbeitsbedingung. Im Krabben-Burgerladen. Sehr schön. Wow, eine 20-Sekunden-Pause, ja. Super. Schlüpfer da hinten würde ich mir noch schnell holen. Ich glaube, da geht's dann eh raus, ne? Ja, sieht so aus. Kommen wir jetzt wieder zurück zur Hauptkammer. Na, das sollte doch passen. Wir haben alle Schalters gedrückt, die wir drücken mussten. Und wir sind direkt hier.
Warum können wir den jetzt noch nicht drücken? Ey, liebes Ding. Ich habe alle gedrückt. Kann ich mit dem reden? Ich habe wieder die Kontrolle über das Sicherheitssystem. Hier ist die versprochene Belohnung. Du hast alle Sicherheitsüberbrückungsschalter gedrückt. Drücke jetzt den Hauptabschaltknopf. Das machen wir doch. Und Nummer 37. Geil. Ich würde tatsächlich trotzdem gerne mal wieder an die Oberfläche. Wieder ein bisschen Sonnenstrahlen sehen. Es ist alles sehr, sehr düster geworden hier seit den letzten Folgen. Ah, es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Aber was hat das jetzt... Was hat das jetzt genau gemacht? Gute Frage. Ich würde sagen, wir müssen wahrscheinlich in die Transportkiste. Dann kommen wir bei Thaddäus raus. SpongeBob, wie komme ich hier raus? Naja, das hängt davon ab. Möchtest du mit oder ohne Falle raus? Ohne, bitte. Dann dort entlang. Oder war es dort lang? Schön. Okay, dann lass uns zurückgehen. Dann müssten wir ja den guten Märgenfraumann und auch Blaubarschbube wieder treffen. Kriegen wahrscheinlich noch einen Pfannenwender dafür, dass wir alles gemacht haben. Oder vielleicht war es auch der Pfannenwender da oben. Mal gucken, ob wir noch einen bekommen oder nicht. So, Schlüpfer nehmen wir uns natürlich noch mit. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Das sind hier schon wieder die Schinken-Dudes. Wo waren denn die? Die waren da ganz hinten, ne? Da war der Ausgang. Bin mir nicht sicher, ob wir jetzt richtig gelaufen sind, aber ich denke schon. Ansonsten sind wir jetzt meistens immer, nachdem wir so ein Level abgeschlossen haben, ja direkt am Ausgang rausgekommen. Jetzt müssen wir doch wieder ein Stück zurücklaufen, aber naja, daran soll es nicht scheitern. Schön, das war auf jeden Fall ein witziges Level. Geh und sprich mit dem Computer. Haben wir schon. Na gut, ich denke mal, dass das soweit erledigt ist. Wir haben ja mit dem Computer gesprochen, wir haben mit Thaddäus gesprochen, Pfannenwender bekommen. Oh, hier müssen wir hoch. Genau, da werden wir eingesaugt. Ach, schade. Hätte ich mir eine kleine Animation gewünscht. Schachmatt, der König des kontaktlosen Sports. Und die sind immer schneller als wir. Und kontaktloser Sport, ganz, ganz wichtig. Gerade jetzt in der Corona-Zeit. Wir haben es geschafft. Wir sind wieder an der Oberfläche. Wir haben jetzt, 37 waren es, ne? 37 Pfannenwender. Lasst uns nochmal ganz kurz schauen, wie viele wir denn generell benötigen. Also, ist erledigt hier drüben, ist abgehakt. Oh nein, das wollte ich gar nicht. 40 brauchen wir hierfür. 30. Rock Bottom waren wir ja schon. Also 40 anscheinend. Aber ich glaube, hier geht es dann noch weiter. Okay, es hat immer noch kein Ende. Das gefällt mir. Ich hatte schon Angst, dass es dann hier zu Ende ist. Ah, die Angst hatte ich ja schon gleich hier vorne. Aber das Spiel scheint doch etwas länger zu gehen, als ich erwartet habe. Das sind doch schon mal gute Neuigkeiten. Haben wir hier schon mal dagegen gebohlt? Ich glaube ja, ne? Oder nicht? Ich sehe da drüben auf jeden Fall einen Pfannenwender. Aber dafür muss ich... Was muss ich machen dafür? Ich komme nicht auf das Ding hier drüben drauf. Und hier wird wieder unsichtbare Wand sein. Ja, sage ich doch. Hey. Ach hier, warum habe ich die? Ich habe die nicht gesehen. Können wir das nochmal verlängern? Wenn ich gleich nochmal dran haue? Nö. Ja, war nur ein Riesenschatten. War leider sehr, sehr schwer zu sehen. Okay. Komm schon. Ach Mist. Wir müssen nochmal warten. Es tut mir leid. Schaffen wir das mit dem Ball eigentlich, wenn wir damit drauf springen? Nee, ne? Das wäre witzig. Sieht generell witzig aus. Na gut, wir warten mal noch kurz ein paar Sekunden. Ui! Magwuk, ach, das stimmt. SpongeBob mag ja kein Wasser. Er kann ja nicht schwimmen, der gute Meeresbewohner. Okay, zudem alles gut. Ach, shit. Und jetzt warten wir einmal ab. Wow, wow, nein. Na, ach, Mist. Ich bin zu doof dafür, aber es ist wirklich gar nicht so easy. Bumbleblase, dass der nicht platzt, wenn wir den schlagen. Was ich noch ein bisschen vermisse, ist die Drecksackblase. Die war noch nicht da.
Und der fliegende Holländer. Der ist da hinten auf jeden Fall. Ob wir vielleicht nochmal gegen Mantarochen kämpfen müssen? Das sind alles so eine spannenden Fragen hier. Nein, ach ja, das war dumm. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Vielleicht schaffen wir es ja trotzdem noch. So, 15 Sekunden. Okay, einen letzten Versuch machen wir noch. Es tut mir wirklich sehr leid, aber in der Zeit können wir uns hier mal immer ein bisschen umschauen und holen uns noch so ein paar Tiggis. Ist doch auch nicht das Schlechteste. Was haben wir denn dann noch? Den Abfalleimer da hinten? Polizeirevier. Aber da waren wir ja schon drin. Oder täusche ich mich gerade? Lass mich mal kurz die Polizeiwache betreten. Nö, hier waren wir noch nicht drin. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle erstmal Schluss. Tut mir leid, dass ich das jetzt gerade nicht geschafft habe. Wir probieren das dann in der nächsten Folge wieder. Morgen 19:30 Uhr geht's dann weiter. Bis dahin, macht's gut.